Freistaat war eines der härtesten Erziehungsanstalten in Deutschland, in der Bundesrepublik. Und unser Film handelt davon, dass Wolfgang Rosenkötter, also ist unser filmisches Vorbild, der Wolfgang Rosenkötter, aber im Film heißt er auch Wolfgang, dass Wolfgang quasi in dieses Heim einfährt, aus nichtigen Gründen. Es geht nicht so weiter. Für 3 Görn ist hier eh kein Platz. Ich spiele den Wolfgang in Freistadt, der Junge, der für schwer erziehbar erklärt wird und von seinem Vater in das Heim Freistadt gesteckt wird. So, jetzt wird's langsam Zeit. Bis Weihnachten hole ich dich wieder heim, versprochen. Ich bin Wolfgang Rosenkötter, ehemaliges Heimkind. Nach vorne bitten, Wolfgang Rosenkötter. Rüdiger Heinze, den Produzenten. Und den Hauptdarsteller Luis Hoffmann. Also zu meiner Zeit, als ich dort war, ich war 61 bis Ende 62 dort in Freistadt, gab es nur die Arbeit. 6 Tage die Woche, 8 Stunden arbeiten, am Sonntag Kirchgang und das war's. Schule, Bildung in diesem Sinne gab es überhaupt nicht. Und zwar haben wir das recherchiert und es war so, dass diese Erzieher, falls man sie so nennen kann, die hatten eine mehrwöchige Ausbildung von den Bethelschen Anstalten. Das war so eine Schnellbleiche und wie man hier im Film sieht bei Bruder Krapp und Bruder Wilde, also es war keine pädagogische Ausbildung, sondern einfach der eine war Schlosser und im Grunde genommen ging es halt um Aufzucht oder um sozusagen Regeln einzuhalten, aber ohne, ich meine, wenn man denkt, wie weit die Pädagogik schon war mit Fröbel und Pestalozzi und was es da schon für Erkenntnisse gab im erzieherischen, pädagogischen Bereich, null. Und es war damals Ende der 60er, 70er tatsächlich so, dass man mit nichtigen Gründen oder dass der Stiefvater sagen konnte, der geht ins Heim. Also, und da landet halt Wolfgang und Freistadt, wir haben an Originalschauplätzen gedreht, also wir haben wirklich da gedreht, wo dieses ganze Wahnsinn stattgefunden hat. Und Freistadt war seinerzeit eines der härtesten Erziehungsanstalten für Jugendliche. Also es war quasi auch so ein Arbeitslager. Ja, also die mussten Torf stechen, die Jungs, jeden Tag, 6 Tage die Woche mussten die Torf stechen, wurden natürlich nicht entlohnt dafür, konnten auch nicht zur Schule gehen. Ja, also, und das haben wir alles in diesem Film verarbeitet. Auch die Hierarchien innerhalb dieser geschlossenen Systeme haben wir verarbeitet. Und wir wollten natürlich auch so ein bisschen so einen Abenteuerfilm draus machen. Ja, wir wollten jetzt nicht so das reine Drama machen. Unsere Bilder zeigen auch die Weite von dieser Moorlandschaft. Aber auch, wie gesagt, das Drama kannst du natürlich nicht außen vor lassen. Renitent, ungehorsam. 6 Monate Erziehungsheim Heidequell, nach 3 Monaten ausgerissen. Aggressives Verhalten. Ich habe mich nur gewehrt. Leugnet sein Verhalten, lügt. Keine Einsicht, kein Wille zur Besserung. Ich habe noch nie jemanden geschlagen. Ich bin nur hier, weil mein Stiefvater mich loswerden will. Verstehe. Weißt du, Wolfgang, ich halte große Stücke auf die Gutachten vom Jugendamt. Daraus lassen sich ausgezeichnet Anzuchttöpfe für Setzlinge falten. Später kann man die Setzlinge mitsamt dem Topf anpflanzen. Und wenn das Papier durchweicht ist, finden die Wurzeln ganz einfach ihren Weg in die Erde. Die damaligen Moralvorstellungen waren so, dass man, wenn man nicht diesen Moralvorstellungen als Jugendlicher entsprochen hat,
ganz schnell ins Heim kam. Da genügte schon, dass man die Schule schwänzte, dass man sich mit Freunden rumtrieb, dass Mädchen einen Freund hatten, ein Petticoat trugen und sich Lippenstift besorgten und in die, nicht Disco damals, sondern in die Tanzbars gingen. Und dann war man schon Außenseiter und das reichte schon sehr oft, um einfach ins Heim zu kommen. An der Rolle hat mich gereizt, dass Wolfgang eine unglaubliche Stärke in sich hat, eine Willenskraft, Mut, aber gleichzeitig auch irgendwann, jetzt muss ich leider schon etwas verraten, eben auch gebrochen wird und dieser Mut einfach in den Boden gestampft wird und seine Persönlichkeit völlig bricht eben. Und das war total spannend, diesen Prozess eben spielen zu dürfen. Es entspricht genau dem, was ich erlebt habe. Es sind einige Dinge spielfilmdramaturgisch etwas anders gestaltet, aber es entspricht generell den Dingen, die wir erlebt haben, die ich erlebt habe. Ja. Manchmal weine ich mich nachts im Schlaf. Gerne auch laut. Ich wünsche mir so sehr, wieder bei dir zu sein. Ich werde dir auch keinen Ärger mehr machen. Ich vermisse dich so sehr. Dein Wolfgang. Egal. Strafen Sie mich. Ich habe 40 Jahre, wie viele oder die meisten anderen Heimkinder bis zum Jahre 2005, meine Geschichte verdrängt, auch aus Selbstschutz. Und im Jahre 2005 ist das Buch von Peter Wensierski von einem Spiegelautor erschienen, Schläge im Namen des Herrn. Der hatte recherchiert und hat dann öffentlich gemacht, dass in der Zeit der 50er, 60er Jahre über 800.000 Heimkinder in solchen Einrichtungen in Deutschland waren und zum Teil Zwangsarbeit leisten mussten, geschlagen, gedemütigt wurden. Und seit 2006 können wir auch darüber reden. Wir haben uns vorher nicht getraut, auch ich nicht. Ich habe meiner Familie, meine Frau, meine Kinder wussten das nicht. Ich habe das verschwiegen, weil ich mich auch geschämt habe, als Heimkind mich zu outen. Und so ist es den meisten von uns gegangen. Und erst danach, nachdem dieses Buch erschienen war und die Öffentlichkeit wahrgenommen hat, was da geschah, haben wir uns getraut, über unsere Geschehnisse zu berichten und zu erzählen. Und seitdem beschäftige ich mich eben auch mit dieser Geschichte und arbeite die auf. Und der Film hat sein Übriges dazu getan und auch die eigene Geschichte, die man dann wiederfindet, so präsentiert zu bekommen, das war ganz, ganz wichtig. Der Regisseur hatte den Stoff mal in Saarbrücken gepitcht bei so einem offenen Drehbuch-Pitching. Ich fand, weil er ist in der Nähe von Freistadt groß geworden und zwar in Diepholz. Und er hatte jetzt davon gehört, dass es da in seiner Umgebung wohl dieses Erziehungsheim gab. Und hat das quasi so gepitcht und ich fand es interessant. Ich dachte mir, okay, gucken wir mal. Dann hatte er selber diesen Wolfgang Rosenkötter getroffen, ja, und hat sich mit ihm unterhalten. Und Wolfgang Rosenkötter, dieser Zeitzeuge oder dieser Mensch, der Original da drin war, also dieser Mann, der Original da drin war, der hat ihm wirklich ein paar Sachen erzählt. Die hat mir der Regisseur erzählt. Und ich fand es irgendwie interessant. Aber da gab es noch nichts, da gab es noch keine einzige Drehbuchzeile. Nichts. Ich fand es interessant und dann habe ich mit dem SWR, mit der Stephanie Groß gesprochen und die fand es auch irgendwie interessant, das Thema.
Und dann bin ich gestartet mit dem Regisseur, habe eine Autorin gesucht und ihm vorgestellt. Und dann haben wir zusammen den Stoff entwickelt, zusammen überlegt, was passiert diese Figur. Wie kriegt man diese Figur erstmal nach Freistadt? Und was wird in Freistadt passieren? Und wie können wir trotz des ganzen Dramas, wie können wir den Zuschauer und unserer Figur auch mal ein Stück weit Hoffnung geben? Eine große Vorbereitung war, dass ich mit Wolfgang Rosenkötter, unserem Vorbild für die Rolle eben sprechen konnte, der eben wirklich damals in Freistadt war. Und wir haben uns unterhalten und das hat mir nochmal wirklich so ein wahrhaftiges, echtes Bild von der Rolle gegeben. Und die Dreidimensionalität hat es eben resultiert, weil er einfach nochmal die ganzen Erlebnisse so genau geschildert hat, so fein, was mir total geholfen hat, eben nochmal so ein genau klares Bild von der Rolle eben zu bekommen. Und dann haben wir auch noch an Originalschauplätzen gedreht, was total viel geholfen hat, weil sobald man den Raum betrat, legte sich direkt so ein Schleier von der Stimmung auf die ganze Szene und es war sehr wichtig. Keine Angst, hier passiert dir nichts. Guten Morgen. Na, wer bist denn du? Ich gehe hier zurück. Entschuldigung. Sag mal, was hast du denn? Schluss jetzt! Was geht da bei Ihnen vor? Ich weiß nicht, was Ihr Sohn Ihnen erzählt hat, aber... Ich möchte mit Ihnen reden. Was ist da bei Ihnen los? Wolfgang ist vollkommen abgemagert. Abgemagert. Natürlich. Und er wird geschlagen. Er hat gesagt, er wird geschlagen. Ich habe gerade gestanden, hast du gerade gesehen, was gemacht hat. Ist dich ein. Komm, wir spielen. Und die eine oder andere Waffe hat noch was? Hab ich doch mal. Ich bin die Verkäuferin und du kaufst immer Laden. Ja, das ist doch eine ganz gute Idee. Moment, ich gebe dir nicht das Gefühl, ich werde es mir anschauen, okay? Deine Mutter will sich unser Haus mit eigenen Augen ansehen. Birgit, pass du bitte auf Benno auf. Wolfen, ihr könnt ihr nachher weiterspielen, ja? Kommt sie nicht an. Was sollte denn das jetzt? Was soll das jetzt? Ich bin die Mutter. Mutter, deine Mutter. Das, was wollte ich erzählen? Weißt du, Wolfgang, ich bin jetzt seit 25 Jahren in Freistadt. Wolfgang war gelegentlich dabei, um das mal ein bisschen zu beobachten, aber so richtig konnte er auch nicht immer dabei sein, weil ihm das natürlich auch total nahe geht, wenn er die Erlebnisse, wie er sie eben erlebt hat, plötzlich vor sich sieht. Wir haben ja selber erst 2006 angefangen, bei uns selber das zu verarbeiten. Es ist bei vielen Einrichtungen die Frage, wie weit ist das ehrliche Aufarbeitung und wirkliche Reue, wie Sie gesagt haben. Ich kann das so im Einzelnen nicht beurteilen, aber ich finde es überhaupt gut, wenn man Fehler gemacht hat. Wir haben auch Fehler gemacht. Ich habe in meinem Leben viele Fehler gemacht, die Auswirkungen der Heimerziehung waren. Aber wenn man Fehler gemacht hat und die dann anerkennt und sagt, okay, wir müssen drüber reden, dann finde ich das gut. Und ich bin auch jemand, der dazu steht, zu seinen Fehlern und sagt, okay, ich habe halt Fehler gemacht und die muss ich also, darf ich nicht wieder machen. Das ist das Entscheidende. Und wenn eine Einrichtung sagt, okay, wir haben etwas falsch gemacht und wir versuchen jetzt daraus bestimmte Schlüsse zu ziehen und uns anders pädagogisch auch zu orientieren, wie das zum Beispiel in Freistadt ist, dann finde ich, muss man das auch anerkennen. Tatsächlich ist es natürlich ein Thema, wo jeder Finanzier weiß,
das wird hier kein Jubelkino. Das wird jetzt nicht irgendwie Feier und Unterhaltung, weil du schon so ein hartes Thema hast. Und deswegen hat tatsächlich, also wir haben zwei Drehbuchpreise dafür gewonnen, den Ender Drehbuchpreis, das war der erste Preis, und danach, wie gesagt, die Goldene Lola. Und wenn ein Drehbuch so ausgezeichnet ist, ja, wenn Jurys das Ding als so gut finden und alle Konkurrenten weghauen, dann sagen auch Finanziers, also eine Filmförderung oder ein Sender, also andere Senderanstalten, ja Mensch, da muss ja doch was dran sein. Ja? Und die lesen aber auch die Qualität, das lesen die ja selber, aber wenn es dann nochmal gehuldigt wurde mit so einem großen Preis, mit der Goldenen Lola, dann wird es einfach, also wird es einfacher. Ich bin schon seit 2006 wieder in der Diakonie tätig, als Vertrauensperson für die heutigen Jugendlichen. Und der Film ist jetzt also insofern ein weiteres Highlight in dieser Verarbeitung meiner eigenen Geschichte. Ich arbeite das seit 2006 schon auf, und der Film hat jetzt nochmal dazu beigetragen. Ich habe ihn in Saarbrücken das erste Mal gesehen beim Max-Ophüls-Preis und musste den Impuls unterdrücken, rauszugehen. Das ist einfach schwer. Und jetzt habe ich ihn noch einmal gesehen, und das reicht auch dann, weil sonst werden die Erinnerungen immer wieder natürlich wachgerufen. Ja. Ich glaube, die emotionale Kraft, die Wolfgang fast in jeder Szene eigentlich hat, das sind ja Szenen mit einer unglaublichen Kraft. Und er wendet diese Kraft auch immer an. Ich musste immer bei mir selber, um diese Gefühle hervorzurufen, musste ich immer ganz tief bei mir schürfen. Und auch, weil ich es sonst als Louis jetzt nicht so erlebe, diese Gefühle. Und da musste ich in den tiefsten Ecken kratzen und danach suchen, um die dann hervorzurufen. Und ich war eigentlich wirklich so, in jeder zweiten Szene wurde ich entweder geschlagen, ich wurde nass gemacht, dreckig oder was auch immer. Das war auch körperlich. Oder arbeiten musste ich eben, war auch körperlich dann eben leicht anstrengend. Hör nicht auf ihn! Schau dir das an! Sieh her! Schau, was die mit uns machen! Schau, was die hier tun! Bitte, komm! Bitte, komm! Natürlich war es irgendwie schon anders als zu anderen Drehs, im Gegensatz zu anderen Drehs, weil natürlich hatten wir die Moorarbeit, natürlich hatten wir die Schlagszenen, die sehr emotionalen Szenen, aber ich habe schon einmal gesagt, dass ich eben dann nicht darüber reden kann, wie schwer da jetzt meine Drehtage waren, wenn eben ehemalige Heimkinder im Saal sitzen oder jetzt hier eben eins neben mir steht, weil ich die beiden Sachen nicht gleichziehen möchte und nicht von schwerer Arbeit reden möchte, obwohl es im gleichen Umfeld war, aber nicht von schwerer Arbeit reden möchte, wenn hier jemand neben mir steht, der das 8 Jahre lang gemacht hat und ohne Kaffeepause. Nee, ich finde mal ganz wichtig, dass man bei historischen Themen betont, dass sie nie wirklich historisch sind, weil man ganz oft das auf heute beziehen kann, genauso wie eben das Heim von damals. Es gibt ja eben immer noch Heime, die nicht ganz so richtig pädagogisch geführt werden und wo es immer noch einzelne Vorfälle gibt. Und natürlich kann man das dann auf heute beziehen. Und es war schon eine andere Zeit, sage ich mal, wegen der ganzen Kulisse. Und so, man ist da schon eingetaucht und die Sprache war auch etwas anders.
aber trotzdem war es mir jetzt nicht so fern. Es war durch das alles original war und Wolfgang auch manchmal am Set, war es schon sehr, sehr nah. Erst vor 3 Wochen sind 2 Mädchenheime wieder geschlossen worden, weil dort Dinge vorgekommen sind, die intern passiert sind, Missbrauch und Schläge und so etwas. Und leider ist es wieder so. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass dieser Film gezeigt wird, dass der Finger in die Wunde gelegt wird und immer wieder darauf hingewiesen wird. So geht es nicht, so kann man mit Leuten, mit Kindern, mit Jugendlichen nicht umgehen. Thank you.